Hallo miteinander, seid herzlich willkommen zum Antwortenvideo, präsentiert von Lord Freezer. Ich will auch gar nicht lange drum herumreden. Fangen wir an. Die erste Frage kommt von David News. Freezer, wie wird man Mitglied in der Freezer-Armee? Nun, David, diese Frage kann ich dir ganz leicht beantworten. Runter auf die Knie und bete mich an. Mit anderen Worten, unterwerfe dich mir. Und schon kannst du Mitglied werden. Vorausgesetzt, du überlebst den Test der Genioforce. Ach ja, da wäre noch beizusteuern. Solltest du dich mir einmal widersetzen, werde ich dich ins Nirvana kicken. Damit sollte deine Frage beantwortet sein. Die nächste bitte. Lotastic Films fragt, Lord Freezer, woher rührt euer Hass auf die Saiyajins? Das kann ich dir sagen. Weil sie nichts anderes als dumme Affen sind. Sie denken, mit ihrer Arroganz könnten sie mich irgendwann bezwingen. Aber falsch gedacht. Denn ich habe ihren ganzen Planeten mit Fingerschnäpsen einfach so zerstört. Nächste Frage. Feuerstern Junior 313 fragt, Lord Freezer, wie seid ihr das Genio-Sonderkommando zum ersten Mal begegnet? Nun, das kann ich dir erklären. Ich befand mich auf einer Pilgerreise und besuchte einen sehr schmutzigen und widerlichen Planeten, der nur von einer Kreatur bewohnt war. Ich dachte mir, okay, leicht verdientes Geld. An der Oberfläche angekommen, rochte es wahrlich nur nach Müll und toten Tierkadavern. Ich suchte diese Kreatur auf, die auf diesem abscheulichen Planeten hauste. Nach einiger Zeit nahm ich einen Schrei wahr und eine große, fette Gestalt rannte direkt auf mich zu. Er war wohl nicht sonderlich stark. Aber ich machte mich dennoch kampfbereit. Ich wollte ihn gerade angreifen, da tauchten 5 Gestalten auf und machten ihn in Handumdrehen fertig. Beeindruckend, dachte ich mir. Aber zugleich konnten sie mir auch vielleicht gefährlich werden und machte mich so erneut kampfbereit. Doch anstatt mich anzugreifen, knieten sie vor mir nieder und schworen mir ewige Treue. So kam es zur Genioforce. Die nächste Frage kommt von Witchdier. Hallo, oh mein mächtiger Lord Freezer. Ich liebe es, wenn ihr schleimt. Meine Frage an dich ist, bitte nicht böse sein. Ach, ich böse? Du solltest mich besser kennen. Warum hast du dem Genio-Kommando erlaubt, diesen lächerlichen und peinlichen Tanz aufführen zu lassen? Danke, oh mein mächtiger Lord Freezer. Heidi Witzka, du hast echt eine goldene Schnecke verdient, Witchdier. Nun, dieser lächerliche Tanz, so meinte es eins Genio, soll mir ihre Loyalität beweisen. Das Kommandoteam ist ein großer Fan der Serie Power Rangers, wodurch sie sich inspirieren lassen haben. Und ich bin ja auch kein Unmensch, oder? Also wieso nicht? Spaß bei der Arbeit ist wichtig für die Moral. Damit denke ich, ich habe deine Frage beantwortet. Die nächste. Mann, ich werde langsam ungeduldig. Raphael Hawk fragt, wenn du einen von den Z-Kämpfern in deiner Armee aufnehmen müsstest, wem würdest du wählen? Eigentlich gar keinen. Aber da du mir jetzt die Frage gestellt hast, werde ich sie dir dennoch beantworten. Einst hatte ich ja Vegeta in meiner Armee. Aber dieser Abschaum von einem Saiyajin hat mich ja verraten. Und somit kommt er sicherlich nicht in meine engere Auswahl. Aber ich muss zugeben, dieser Son Goku ist wahrlich ein starker Krieger. Er würde sich wirklich sehr bezahlt machen an meiner Seite. Er wäre der Kommandeur eines neuen Sonderkommando. Das Goku-Sonderkommando. Aber wie wir ja bekanntlich wissen, hat er abgelehnt. Ein Idiot, aber was erwartet man von Affen? Nächste. Yu-Gi-Oh! Joey fragt, was hältst du von Vegeta? T
Was soll ich schon von den Prinzen der Affen halten? Er hat mir einst gute Dienste geleistet, so viel ist sicher. Aber wie ich es geahnt hatte, hat mich dieser trotzige Bengel verraten. Und sowas dulde ich nicht in meiner Armee. Ist Abschaum. Ist wie Kacke unter meinem Schuh. Am liebsten würde ich ihm beide Arme und beide Beine abreißen. Und dann sein Gesicht vom Körper fressen. Dann ist er ein armloses, beinloses und gesichtsloses Ding, was die Straße herunterrollt. Wie ein Kackhaufen im Wind. Nun weißt du, was ich von diesem Abschaum der Saiyajins halte. LP, Bruder, fragt. Hast du noch eine andere Verwandlung darauf? Oder ist Golden Freezer deine letzte? Mein Herr allen Übels. Herrn allen Übels? Vielen Dank für das Geschleime. Du hast es auf jeden Fall drauf. Du wirst ein prima Fußabtreter in meiner Armee. Aber lass mich dir deine Frage beantworten, mein Kind. Ich habe eine weitere Form. Lass mich sie dir präsentieren. Siehst du? Sieht schon sehr königlich aus, oder meinst du nicht? Nur leider ist sie nicht Kanon. Somit werdet ihr sie nie zu Gesicht bekommen. Bedankt euch bei meinem Schöpfer. Akira Toriyama. Bei der nächsten Frage haben wir gleich zwei Kandidaten, die ein und dieselbe Frage gestellt haben. Dem Mahom Ass und Kenneth Dinel fragen: Wie nennt sich eure Rasse, Lord Freezer? Noch nie was von Google gehört, ha? Ich würd's mal benutzen. Selbst wir im Universum benutzen es, aber was erwarte ich von Affen? Das Volk, von dem ich stamme, nennt sich die Freezer-Rasse. Mehr ist es nicht. Aber ihr könnt uns auch gerne als Mutanten sehen, da wir mehrere Mutationen haben. Und das ist das Geheimnis unserer Rasse. Und die nächste Frage kommt schon wieder von zwei Usern, weil ihr einfach zu blöd seid, um mal in den Kommentaren zu schauen, ob jemand vielleicht schon diese Frage gestellt hat. Aber was soll ich schon erwarten von dem Volk der Affen? Und damit meine ich nicht Saiyajins, sondern ihr Menschen! Aber nun gut, ich werde euch die Frage beantworten. Und die Frage von Fluffy Stripes und Chaos Shia lautet: Wie pflanzt ihr euch eigentlich fort, Lord Freezer? Ihr wollt also wirklich wissen, wie ich mich vermehre? Ich frage mich, ob ihr überhaupt alt genug für diese Frage oder Antwort seid. Aber ich glaube, ihr solltet lieber eure Mami fragen gehen. Mit anderen Worten, ihr dürft mich auch gerne Daddy nennen. Kommen wir nun zur letzten Frage, die gestellt worden ist von Dodo Dodo. Also, mein gehässiger Lord. Danke für die Blumen. Ich liebe es, wenn ihr mich so benennt. Ach ja, das erwärmt das kalte Freezer-Herz. Also mal ehrlich, Freezer. Du hilfst einfach den Guten und deswegen bist du in meinen Augen nicht mehr so böse. Einfach den dümmsten und allen helfenden Kakarott. Du enttäuscht mich einfach nur. Für diese Aussage würde ich dich sofort liquidieren. Aber lass mich dir was erklären. Ich hatte keine andere Wahl. Du hast doch gesehen, was die mit mir in Hölle gemacht haben, oder? Das war die pure Folter. Noch viel schlimmer als einem migrigen Affen zu helfen. Vor allem, was soll ich tun sollen? Etwas so mein Universum vernichten lassen? Dann wäre ich auch Geschichte gewesen. So blieb mir keine andere Wahl, als diesen Son Goku zu helfen. Ich hoffe, jetzt hast du es kapiert. Ich musste meinen Stolz hinter mir lassen. Und mich mit einem Saiyajin verbünden. Das ist ein Abschaum. Und böse. Böse liegt im Auge des Betrachters. Ich sehe mich eher als eine Art Erlöser.
So, liebe Affen, das war die letzte Frage für heute. Und an allen die Leuten, die heute nicht erwähnt wurden, seid nicht traurig. Das wird nicht das letzte Video sein, was ich beantworten werde. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben und mit einem Kommentar. Und falls du neu bist, dann würde ich dir raten, drück den verdammten Abo-Button! Ach ja, Zenkai Raiden Corporation hat einen eigenen Community-Discord-Server. Ich empfehle dringend, ihm beizutreten, um so ein Teil der Community zu werden. Dort könnt ihr euch mit Gleichgesinnten unterhalten und sogar mit Zenkai Raiden höchstpersönlich. Den Link zum Server findet ihr in den Kommentaren. Das war's von mir, den allmächtigen Lord Freezer.